Weißt du, Lisbeth, das Leben ist ganz schön gemein. Mitte Mai sind der Karnevalclub Ophausen, der Waldeser Karnevalclub und der Rothscher Karnevalsverein. Der Werderhausener Karnevalverein und der Karnevalclub Könnern. Wir begrüßen jetzt die 15 Tänzerinnen unserer KLV-Garde mit einem dreifach schmetternden Sachsen-Anhalt. Hello! Sachsen-Anhalt. Hello! Sachsen-Anhalt. Hello! Die Quenchstädter Einsitzenden vom QCC unter der altbewährten Leitung des Leichtverbrechers Hartmut Schlingel. Hallo. Hartmut, wie lange habt ihr eigentlich zur Einstudierung dieses Kunstwerkes benötigt? Morgen wären es 3 Jahre. Klar, eigentlich klar. Übrigens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eingelocht worden ist er wegen 11 Verrats. Denn eigentlich ist sein Platz dort drüben. Mein lieber Schwan. Naja, das Beste aus Sachsen-Anhalt, was die Karnevalisten zu bieten haben, das sehen Sie bei uns. Und wir nähern uns dem nächsten Höhepunkt. Ihre Maße sind 90, 60, 90 bei einer Körpergröße von 1,65 Meter. Fünfmal war sie Landesmeisterin in ihrer Disziplin, dem Tanzmariechen. Vom Karnevalclub Ophausen freuen wir uns auf Lisa Grünhage. Weißt du, Roman, ich glaube, beim Finale wird es hier niemanden mehr auf seinem Platz halten, aus welchem Grund auch immer. Das war das Wortgeschwader Vollblonds. Ich hab jetzt was für dich. Mir schwant jetzt schon was, ja. Pass auf, ich hab jetzt für dich ein echtes Männerballett. Oh. 9 gestandene Männer. Wow. Kommt noch besser. Seit 1912 trainieren sie. Oh, nee. Ja. Gestern waren sie noch im Atlantik, heute sind sie bei uns, die Ele-Elfen aus Lomburg. Jetzt wird's wunderschön. Roman, das heißt wunderschön. Tatjana, ja? Eigentlich hast du recht, aber Wutteschö, das ist der Schlachtruf unserer nächsten Gäste. Stimmt. Ja, deshalb begrüßen wir mit einem donnernden Wutteschö die Showtanzgruppe vom Werdershausener Karnevalverein. Das Wortgeschwader voll blond vom Wallholzer Karnevalsclub. Mädels, ihr seid spitze. Vielen herzlichen Dank. Ausmarsch! Jetzt, liebe Zuschauer, liebe Gäste, gibt es einen echten Wirbelwind bei uns im Programm. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber jedes Mal, wenn ich ein Tanzmariechen übers Parkett fliegen sehe, dann läuft es mir vor Begeisterung heiß und kalt den Rücken herunter. Sie werden jetzt auch gleich viel Freude haben, und zwar an einer jungen, gut aussehenden Dame, die zum allerersten Mal in unserer Sendung ist. Wir freuen uns vom Bergaer Karnevalsclub auf Yvonne Tölle. Für die Petrigarde vom Karnevalclub Ophausen ein dreifaches Ophuser! 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 Mädels, vielen herzlichen Dank und Ausmarsch! Du Roman? Weißt du, wen ich vermisse? Kann ich alles wissen, keine Ahnung. Weißt du? Na, die Schwäne, die man uns versprochen hat. Ach so, ja, Gott, die haben vielleicht hinter der Bühne Federn gelassen oder der Hecht im Schwanenteich kam und hat sie sich geholt. Nein, das glaube ich nicht. Wo ist der Schwan zur Sendung? Was heißt denn hier der Schwan? Ein ganzes Rudel durchkreist Köthen. Ja, das stimmt, das ist menschlich. Ein Schwan kommt selten allein. Ja, und in ihrer Heimat nennt man ihre weißen Flügel auch Salzwedel. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt das Männerballett des Erdgaskarnevalclub Salzwedel mit Schwansee, dem Tanz der kleinen Schwäne. Gebt Gas, Jungs! Auf die Männer vom Erdgaskarnevalclub Salzwedel. Ein dreifaches Salzwedel! Hello! Salzwedel! Hello! Salzwedel! Hello!
Tja, das war's schon wieder aus Sachsen-Anhalt, leider. Ja, Sie sahen das Allerbeste, was die Karnevalisten dieses Landes zu bieten haben. Wir verraten Ihnen aber kein Geheimnis, wenn wir sagen, auch im nächsten Jahr präsentieren wir Ihnen ein überraschend närrisches Sachsen-Anhalt. Hier im Saal wird bereits getanzt. Es verabschieden sich von Ihnen die Narren aus Sachsen-Anhalt. Bis zum nächsten Jahr sagen Tschüss. Ihre Tatjana Meissner. Und Ihr Roman Knoblauch.